fragen, Frau Slomka, es war ein echter Bitchfight gestern. Bitchfight? Was heißt denn vertragen? Ich meine, Frau Slomka darf fragen, was und wie sie will. Und ich darf antworten, wie ich will. Und ich finde, wir haben eigentlich, wir sind, wie soll man das da sagen, im Harz würde man sagen, mit verstärkter Höflichkeit. Ja. Dahinter der Frage, ist das, was die SPD macht, dass die Partei darüber abstimmt, ob sie einen Koalitionsvertrag mit zwei anderen Parteien schließt, ist das eigentlich noch demokratisch, steckt ja eigentlich Parteienverachtung. Das ist ja so, was machen die da? Ich glaube nur, und deswegen habe ich mich über das Interview so gewundert, Frau Slomka hat eine ganz andere Frage gestellt. Die hat gefragt, ob das nicht gegen die Verfassung verstoßen würde. Sie hat sich auf einen Staatsrechtler berufen, wenn es auch tatsächlich gibt, was Sie bestritten haben. Was glauben Sie, wie viel verwirrte Staatsrechtler es gibt? aber dass jemand, naja, ich meine, ein Jurist lebt davon, dass man zu einer rechtlichen Frage mindestens zwei Meinungen haben kann, sonst gäbe es keine Anwälte. Und dann kommt es auch drauf an. Ja, und ich meine, der sagt, der verwechselt das freie Abgeordnetenmandat mit einem Koalitionsvertrag zwischen Parteien. Ich kann niemanden durch einen Vertrag rechtlich dazu zwingen, im Bundestag Frau Merkel zu wählen oder nicht zu wählen. Das ist das freie Abgeordnetenmandat. Und der redet über die Abgeordneten im Parlament und wir reden über die Frage der Willensbildung in einer Partei. Die beiden Dinge haben erstmal nichts miteinander zu tun. Noch das Thema Slomka abzuschließen. War das gestern nicht auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass nach so vielen Wochen die Nerven auch blank liegen? Ich will jetzt nicht sagen, dass Frau Slomka mir einen großen Gefallen getan hat, obwohl das natürlich stimmt. Weil die meisten Leute es ganz gut finden, wie sie reagiert haben. Weil meine Mitglieder das super finden. Na ja, klar. Also Frau Slomka hat mir erstmal den Gefallen getan, ein Mitgliedervotum zu verteidigen. Wenn so eine Schalte vorbei ist, dann spricht man ja immer noch ein bisschen miteinander. Was haben Sie mit Frau Slomka gestern Abend noch besprochen? Es gab keine Möglichkeit, noch weiter zu reden. Ob durch technische Probleme oder weil wir beide keine Lust dazu hatten, weiß ich nicht. Aber bei den Genossen, ich meine jetzt mal im Ernst, da gibt es ein Interview. Da findet der Interviewte, dass die Fragen eher einem Verhör gleichen als einem Gespräch. Und die Interviewende meint, der soll sich nicht so aufregen, der muss auch mal abkönnen, dass man ihn jetzt mal hier ein bisschen reizt. Das ist so. Und dann gibt es auch mal eine Situation, wo das, ich will jetzt nicht sagen, außer Kontrolle gerät, aber jedenfalls sich das so entwickelt, wie das manchmal ist im Leben. Das ist doch kein Drama. Alle Politiker finden sich von allen Journalisten nicht gut behandelt. Und Lob das scheint ist ein, ja, das stimmt. Und das scheint ja ein gutes Zeichen zu sein. Also wenn sich alle nicht gut behandelt fühlen, scheinen die Journalisten das ja ganz gut zu machen.